Mobil telefonieren und Daten zu übertragen, ist für uns heute selbstverständlich. Aber wie funktioniert das eigentlich? Damit wir unser Smartphone unterwegs nutzen können, bedarf es einer Menge Technik und Basisstationen. Das Smartphone stellt, etwas vereinfacht ausgedrückt, eine Funkverbindung zur nächsten Basisstation her. Deren Empfangsantenne nimmt die Signale auf und leitet sie zur Funkvermittlungsstelle weiter. Dort wird das Signal über Glasfaser oder Richtfunk abtransportiert und über unser Netz zum gewünschten Anschluss oder dem Internet vermittelt. Ist der Empfänger ebenfalls mobil unterwegs, gelangt der Anruf vom Festnetz wieder über eine Funkvermittlungsstelle und die nächstgelegene Basisstation weiter zum Smartphone der Gegenstelle. Jede Basisstation kann dabei gleichzeitig eine gewisse Anzahl von Gesprächen abwickeln und ein bestimmtes Datenvolumen übertragen. Damit versorgt sie definierte Gebiete, die sogenannten Funkzellen. Je nach erwarteter Nutzerzahl und der eingesetzten Mobilfunkfrequenz sind Funkzellen unterschiedlich groß. Da innerhalb von Städten in der Regel mehr Menschen auf kleinerem Raum telefonieren und Daten abrufen, gibt es dort mehr Basisstationen mit kleineren Funkzellen, um eine optimale Mobilfunkversorgung anzubieten. Speziell an Orten mit viel Publikumsverkehr, wie zum Beispiel in Fußgängerzonen, an Bahnhöfen oder Bushaltestellen, werden mobile Datenanwendungen stark genutzt. Daher werden hier vermehrt sogenannte Small Cells gebaut. Diese haben eine geringe Reichweite, aber ergänzen das bestehende Mobilfunknetz und sorgen für zusätzliche Kapazitäten. LTE oder 4G war lange das Maß der Dinge in puncto Geschwindigkeit und wird für die nächste Zeit auch die am weitesten verbreitete Technologie bleiben. Mit den ersten 5G-Städten hat die Telekom aber bereits im Jahr 2019 die nächste Stufe gezündet. Damit können Daten um ein Vielfaches schneller transportiert werden als mit bisherigen Standards. Auch Anwendungen in Echtzeit sind zukünftig über größere Entfernungen möglich. Das Internet der Dinge, Videostreaming, Online-Spiele. All das war mit LTE schon möglich. Aber mit 5G werden zum Beispiel eine vernetzte Industrie, AR-Anwendungen sowie autonomes Fahren möglich. Eine weitere Entwicklung wird sein, dass 5G-Masten viel präziser kommunizieren können. Statt in alle Richtungen zu senden, kann mit 5G zielgerichtet auf ein oder mehrere User gesendet werden, was Energie spart, die Kapazität der Funkstation enorm erhöht und die Sendeleistung intelligenter und zielgerichteter verteilt. Übrigens, Mobilfunkmast und Endgerät arbeiten immer mit der geringsten Leistung, die notwendig ist, um eine Verbindung aufrechtzuerhalten. Daher sorgt ein gleichmäßig ausgebautes Mobilfunknetz auch für möglichst niedrige Emissionen.